Hallo und willkommen zurück zu Avernum 2 Crystal Souls. Wir erkunden hier weiter, diesmal dieses Stück Land hier und dann nach Norden hoch. Mal gucken, was wir so finden. Jack! Dervish! Die anderen, die können aber gar nichts. So. Naja, das war's jetzt nicht. Die anderen werden einfach alle weg-AOE'd. Mal gucken, wie viel wir damit erreichen. Nicht genug. Shit, das war falsch. Alle gehen anscheinend nicht, oder zumindest nicht aus dem Winkel. Da. Da haben wir alle. Na, das Kicken ist natürlich blöd. Ins Nerd können wir nicht mehr. Batsch, oh Gott, die halten echt gar nichts aus. Wäre sehr schön, wenn wir einen Haste bekommen könnten. Sehr gut. Der überlebt dann auch schon nicht mehr viel. Haste. Rums. Und weg mit dir. Was haben wir da? Das ist dieses Empire Schloss, ja.
Naja, da hatte ich ja eine Quest für. Gnass. Foilhelm. Mindeffekt. Ja, genau. Minus 1 Intelligence. Das ist echt Unsinn. Hier. Scroll, Return Life, können wir wieder verticken. Auch nix. Aber es sind alles nur Soldiers. So. Der hat sofort zwei Casts. Machen wir einmal einen Haste. Einmal Damage. Na, du Gimp. Ja, mach dir mal. Die Flinger hätten wir das ein bisschen günstiger. Also meine. Hasted. Da sterben sie wie die Fliegen. Macht aber hier auch keinen Unterschied. Ich fürchte, das habe ich übersehen bei dem. Okay. Rüber. Machen wir den wieder.
beiden sind noch mit die bösesten. Treffen halt kein bisschen, machen auch keinen Schaden. Na. Okay. Ja, es sind alles so Kämpfe, die im Moment nicht besonders spannend sind, wo man einfach nur die Gegner abernten muss. Welche Fähigkeiten nutzen sollen. Ich dachte, das würde schon so gehen. Hätte ich jetzt mal die andere Fähigkeit benutzen sollen. Habe ich da auch noch gar nicht reingezogen und ist wieder rausgegangen. Mist, verdammt. Weg. Aua. Brauchen wir mal einen Group hier, um den da zu halten. Den armen Slith. Der hat kein... Ach! Der war moving slowly, das habe ich nicht gesehen. Quatsch. Und alle tot. Nehmen wir den Kram mit. Eine gute Tat vollbracht. Und hier war es das dann. Oder vielleicht ist da ja noch. Ne, jetzt ist da nichts mehr. Da haben wir noch eine Empire-Gruppe. Exekutieren wir die auch noch. Stück von dem Bogenschützen. Das sind die einzigen, die ja lästig sind, wenn man da hinterherlaufen muss. Und weil die ein bisschen was aushalten.
da einfach mal drauf. Heiß. Mache ich es aber jetzt hier, dass ich damit den heile. Wäre das sonst dann doch zu knapp. Ah, okay, der hätte auch noch heilen können. Crit. Angriffskraft. Sehr gut. Leider kein Haste. So, der kann mal den Battle Frenzy anwerfen. Naja, aber das macht wirklich nichts anderes. Aber 7 Runden. Sterben dann einfach gleich alle mit dem nächsten AOE. Mit dem kann ich auch den Empire Archer angreifen. Oder auch nicht. Noch nichts. So. Ah, halt mir die linke oder die rechte Seite. Machen wir das so. Gut. Schön verteilt. Shit, gehen nur zwei. Dann nehmen wir die beiden. Kein Battle Frenzy. Heilung. Und Schaden. Ach, der hat immer noch Battle Frenzy an. Und hat das schon wieder recovered, dass er einen Adrenalin-Rush raushauen kann. Wenn er jetzt noch treffen würde,
Immer noch. Empire Records. Maybe someone in the castle should see it. Was haben wir hier? Okay. Das gleiche hatten wir dort, aber ja auch noch. Muss ich mal in meine Todo-Liste gucken. Passwort. Südwestlich von Aranea habe ich mir aufgeschrieben. Die Aranea waren... Müsste noch weiter im Norden sein. Da. Da irgendwo. Da bin ich doch. Eigentlich. Und das andere war östlich von Fort Dranlon. Das müsste dann dort gewesen sein. Loot. Wildsby is a shopkeeper in a remote hut of northeastern Avernum.
Keine Ahnung, wo der war. Da müsste ich mal nachsuchen. Ich denke, das hier ist das andere noch. Okay, das sollten die dann wahrscheinlich alle gewesen sein. Für wen sollten wir das nochmal machen? For Adrenaline. Na, Mist, da kommen wir natürlich nicht durch. Ja, wo war jetzt dieser Typi? Ah, east of Fort Drenlin. Das hier. Und dieser Walsby, da werde ich jetzt mal nachgucken. Denn den würde ich sonst nie wiederfinden. Und da sehe ich auch jetzt direkt einen Thread. Any idea where Walsby is? Ja. East of a Gang's Pin Insula behind a concealed wall. The point of interest is called a little veil. Da oben. Machen wir die gerade wieder an. Vielleicht. Ach, das war das.
Ist alles nicht der Hit. Haben wir wieder eine Quest abgeschlossen. Mal gucken, ob wir da oben was machen können. Was? Da könnte man dann natürlich auch mal angreifen. Ich wollte jetzt erst noch mal nach Genass zurück. Das Ding abgeben. Und dem Castle dieses Buch. Müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da hinkommen. Wahrscheinlich ist Blosk ja, der schnellste Weg. Mit wem wir da reden mussten. Ah, hier. Your reputation has improved. Gut. Dann zum Schloss. Tja, nur wem soll man das jetzt hier zeigen? Oh, habe ich jetzt gar nicht durchgelesen. Okay. Hairston. Niemand. Na, was steht da genau? Someone in the castle. Wer mag dieser Someone sein? Ach, zum Castle kann man sich auch teleportieren. Okay.
Viel ist jetzt hier nicht mehr. Naja, gut, das hier ist natürlich irgendwie naheliegend. Okay, naja. Das war es jetzt nicht unbedingt wert, hier hinzukommen. Wir könnten immer noch nach Fort Remote. Kann man sich aber nicht direkt porten. Mal gucken. Ein bisschen eine Abkürzung nehmen können. Darman. Ach ja, genau, hier war ja auch diese eine Sache mit der Quest noch. Sarah. Das war nur Lagerhallen. Wo bist du? Da. Okay. Anscheinend war das hier nur so eine Behinderung fürs Lernen. Slightly expensive, also keine neuen Quests, sondern nur Spells. Das ist alles Priestergedönse. Schreibe ich mir mal auf. Darman. Sarah. Und slightly expensive, was auf jeden Fall okay ist. Divine Fire machen wir. Divine Restoration. Divine Host. Powerful Shade. Oh, Retribution müssen wir auch nochmal. Okay. Mehr haben wir jetzt leider nicht. Noch 24 Coins. Aber dafür hat er jetzt wieder ein paar mehr Zauber. Heals Damage. Okay. Ja, ordentlich. Da müssen wir dann auch nochmal zurückkommen. Sch
Schuhe hier mal auf. So. Dann jetzt noch nach Fort Remote. Da war jemand Pässe am Suchen. Wer war das? Ruined Plate. Hm. Das waren aber diese Magical Dingsters. Machen wir auch Stärke, die hält auch genug aus. Zing. Und machen wir auch Gymnastics. Wenn die da schon zwei hat. Also auf jeden Fall sind die auch noch auf 2 zu setzen. Hier wird es langsam eng. Backstab. Stärke oder Endurance draus. Ach, da können wir direkt aufs 3 erhöhen. Das ist ja super. Okay. Okay, ich glaube, den Text habe ich noch gar nicht gesehen. Das hat man aber. Oder auch nicht. Da waren wir. Aber das wollte ich sagen. Da ist niemand. Oder habe ich das verwechselt? Find Blue Pass. Lori the Commander. Okay. Lori. Ich hab doch schon einen anderen Pass. Okay. Das geht dann anscheinend nicht. Auch wenn das etwas unlogisch ist. Dann zum Schloss und dann wieder zurückporten. Das war links Fort
Jo. Fort. Random. Also, Buffen. Was ich jetzt mal ausprobieren werde, ist hier dieses Ding kaputt machen. Attack! Ah, es müsste gehen. Battle Frenzy an, dann war das eben die richtige Entscheidung mit dem Dingesbums da. Hasted, sehr schön, und den. Die stellen sich da sehr schön auf. Na, er hätte eben einmal vorher noch angreifen müssen. Wobei, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Hack. So. Können wir noch ein Feld gehen. Damit kriegen wir alle. Sehr gut. Und da müssen wir auf jeden Fall den heilen. Und dann kann er mal was von seinen neuen Zauberchen hier ausprobieren. Da habe ich jetzt versehentlich nochmal geklickt. Oh, der macht aber auch Schaden. Okay, der braucht auf jeden Fall wieder Heilung. Hacken wir erstmal die runter, dass die dann auch gleich sterben mit dem nächsten Zauber. Ratsch. Okay. Einmal heilen. Na, da war das jetzt nicht so der Bringer. Man war jetzt auch nicht schlecht, aber... Du musst weg. Nochmal. Die waren Feuer. Doch, ist okay. Und der hier? Vengeful Shade. Schattenkriege. Oder so. Na, supi.
Immun, super. Abgedampft. Was haben wir hier? Nö, nö. Nö, nö. Girdle of Might. Plus 2 Stärke. Ja. Oh, das kann der wahrscheinlich besser brauchen. Eins Endurance, eins Intelligence und kann das einfach nur noch ins Lager. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwo auch aufgeschrieben hatte. Das ist noch so ein Levitationsdingen gewesen. Das kann aus meiner Liste raus westlich von Aranea Empire Außenposten zu stark. Das kann ich rausstreichen. Schön. Ja, dann würde ich sagen, war es das dieses Mal. Dann geht es am nächsten Mal mit dem Abschnitt da oben weiter. Also hier quasi, da könnte man gerade nochmal an Land gehen und buffern. So. Und dann gibt es beim nächsten Mal hier eine kleine Expedition. Bis denn!